Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Unsettling Events in the Depths of Hell. Why is she here? Please load the main menu, thank you. Okay. Ja, und falls man mich gerade nicht verstanden hat, hallo und herzlich willkommen zu Unsettling Events in the Depths of Hell. Ich bin auf dieses Spiel aufmerksam geworden auf einer kleinen, ja, ich sag mal Indie-Seite, Indie-Games-Seite. Und ich weiß nicht, ob überhaupt schon mal jemand das Spiel gespielt hat. Ehrlich gesagt, ich habe noch nicht danach gesucht. Aber nach allem, was ich gesagt bekommen habe, soll das wohl ein ziemlich geiles Spiel sein. Ich habe absolut keine Ahnung, was mich erwartet. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Dear player, this is probably the first live game in the video game history. Live game? We, the developers, are watching you while you play the game. Oha, this may sound a little strange at first, but please believe us when we tell you that this is actually a good thing. Should you encounter a bug, get stuck or lose your way, we will help you in real time. Ah, okay. Also, die Developer von diesem Spiel, die beobachten mich live, steht hier. Das mag ein bisschen seltsam sein, aber das ist in der Tat eine gute Sache. Wenn ich einen Bug, ja, auf einen Bug treffen sollte, dann wird das quasi in real time, also in Realzeit, behoben. Alle Dialoge, spoken live with talent voice, okay. Okay. Our subtitle guys is reading the music is played. Oh, die Musik wird von einem realen Orchester gerade abgespielt. Live natürlich. Okay, okay. Linke Maustaste für die nächste Seite. Dann schreiben sie noch was zur Musik. As we mentioned, we want to hire an orchestra to play live music while you play the game. However, as it turns out, the orchestras are quite expensive. Okay. Therefore, we are forced to use weather instruments we would organize within an hour. Okay. And play them ourselves. Also, sie hätten gerne ein Orchester bezahlt, sozusagen. Also, ein erfahrenes Orchester. Da das aber zu teuer ist, haben sie sich dann dafür entschlossen, dass sie einfach Instrumente quasi beordern, die man innerhalb von einer Stunde bekommt und diese dann selber live spielen. Das Spiel speichert zu Beginn eines jeden Levels, meistens. Ja, ja, mit dem meistens, das kennen wir ja. Chris, if you try to sell the game anywhere on the internet, I will hunt you down and kick your ass. Okay, ich weiß jetzt nicht, wer Chris ist. Vielleicht ist das einer der Devs oder so, aber wir machen mal weiter. Das fängt schon gut an. This is where our story begins. In the basement of your apartment. In a, hey, subtitle guy, now would be a good time for you to start typing. Sorry, boss. Thank you. This is where our story begins. In the basement of your apartment. Your roommate Theodore has disappeared. He spent a lot of time in the basement, so this is where you start your search. Okay, okay. Also, wer es nicht verstanden hat, der Texter hat wohl seinen Einsatz verpasst und ja, musste dann, oder besser gesagt, der Sprecher musste dann danach nochmal neu anfangen. Okay, wir sind hier durch die Tür gekommen wahrscheinlich. Die können wir nicht öffnen, so wie es aussieht. Ja. Grafisch geht es eigentlich schon mal gut los. Hallo? Da ist ein F. Da ist überall ein F in der Tür. Ich glaube, da hat es einem nicht gefallen, dass hier jemand gespielt hat. Können wir hier gar nichts machen? Keine Türen öffnen oder so? Okay. Ich kann mich auch nicht ducken oder ähnliches.
Wieso steht hier überall F? Oder ist das F für... Hallo? Ja, bitte? Ist das jetzt ein Horrorgame? Also ich weiß wirklich absolut nicht, was auf mich zukommt, muss ich dazu sagen. Ich kann es aber nicht öffnen. Hier war doch gerade irgendwas. Hier ist gar nichts. Hallo? Hier tut sich gar nichts. Leute! Wieso kann ich die Tür nicht öffnen? Muss ich hier irgendwas Besonderes machen? Hallo? Hallo? Hilfe! Muss ich hier irgendwas triggern? Ist das jetzt der Bug, von dem die gesprochen haben, oder? Moment. Aber das ist doch... Hä? Wenn ich da drauf klicke, also da drauf gehe, dann ist doch hier dieses Ding größer. Warum kann ich denn die Tür nicht öffnen? Moment, ich schau mal eben nach, weil da stand ja How to play the game. Also, look around ist klar. Sprinten ist mit F. Bewegen. Ach, E ist benutzen. Ah, okay. Lass mich hier raus. Okay, direkt schon mal Fail, direkt schon mal Spiel nicht verstanden, weil ich es nicht benutzen kann. Also, weil ich die Benutztaste nicht gefunden habe, besser gesagt. Och, mein Gott. Können wir nochmal von vorne anfangen? Ich cut das einfach raus. Aber was ist hier mit den... Vor allen Dingen, die gehen ja voll durch die Wand durch, ne? So leicht verbuggt irgendwie. Okay, da können wir rein. Wow. Under construction. Er sieht mir sehr under construction. Moment. Ey, der beobachtet mich. Heftig. Können wir da irgendwas machen? Nee, ne? Wir können nur durchlaufen quasi. Was ist hier? Da können wir auch nicht durch. Also müssen wir hier durch. Türen können wir nicht öffnen. Hallo? Hold on a second there. Was? This cross is supposed to be upside down. One moment, please. Was? Also wir sollen warten. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, warum. Ich glaube, da hat sich gerade jemand wehgetan. Ach so! Das sollte eigentlich nach unten hängen. Verstehe. Jetzt verstehe ich das mit dem Upside Down auch. Oh mein Gott. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt an Diablo denken soll, wenn ich das Ding sehe. Ach, das ist ein Lautsprecher. Wie geil. Was ist das denn? Kapitel 1. How to open passage to Nether. Nether? Die meinen jetzt aber nicht das hier von Minecraft, oder? Step 1. Touch both horns on the sculpture. Alter, ich habe doch die anderen Räume noch gar nicht. Hilfe! Unfortunately, we had to fight our lead. Okay, die mussten ihren führenden Animateur, also der das Ganze animiert, nach dem ersten Level feuern. He failed to meet even our... Weil er sogar die niedrigsten Erwartungen der Devs nicht befriedigen konnte. The team tried really hard to improve the animations in the following levels. Okay, also die haben versucht, in den folgenden Leveln die Animationen wesentlich besser zu machen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr lesen. Ich habe schon Tränen in den Augen hier. If you're not happy with the animations in the following levels, please send angry tweets to... Das ist aber, glaube ich, echt deren Adresse, ne? Free08Games.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe jetzt die Seite gestern geöffnet und das gedownloadet. Ich meine, das ist sogar deren Seite gewesen. Also wenn man unglücklich ist mit den Animationen, auch in den nächsten Leveln, dann soll man hasserfüllte Tweets steht jetzt da. Ich weiß nicht, ob das auf Twitter bezogen ist, zu Free Zero Eight Games schicken. Die werden die dann alle ausdrucken. Die werden die dann alle ausdrucken und zu dem Ex, ich hab's doch gerade noch gesagt. Also zu dem Ex-leitenden Typ, der das animiert hat, schicken. Dessen Name vergessen sein sollte. Our Flute Player passed away in the track. Our Flute Player, was heißt ein Flute Player? Also ein anderer Player auf jeden Fall ist in einem tragischen Unfall beteiligt gewesen. Chris, I'm dead. Serious. The same goes for you, you. Okay. Oh mein Gott. Ey, wenn das jetzt schon so losgeht, ich weiß gar nicht, wie es weiter. Ich weiß gar nicht, wie ich das Spiel spielen soll, wenn ich nur am Tränen bin. Open your eyes and you find yourself in a dungeon deep within the bowels of the earth. Could it be that Theodore is actually summoning the demons of hell? You have to find him and stop him. But first you will have to stare at the chalice of doom and eat from the sword of death. Only then will you be strong enough to destroy him. How would she know any of well, this? Well, I just told her now, didn't I? Wie soll... Ach, das ist... Ich dachte gerade schon. Wie soll sie das wissen? Ja, ich habe es ja gerade gesagt. Also wir befinden uns in einem Dungeon tief unter der Erde. Das sieht mir aber nicht so nach einem Dungeon aus, aber gut. Und wir müssen irgendetwas essen. Das habe ich jetzt gerade eben nicht mehr lesen können. Irgendetwas essen, damit wir stark genug sind. Damit wir... ich glaube, dem Chris, ich bin mir jetzt nicht sicher, den Typen, der sich da quasi mit Satan im Bunde befindet aktuell, damit wir den, Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Okay, tolle Animation, kann man einfach so durch. Damit wir den besiegen können, das wollte ich sagen. Hallo Kerze. Was? Ist das der Rest von einem Zombie, der oben war? Alter, was ist das? Oh, diese Dinger da unten, ne? Achso, ich dachte gerade, da steht einer. Was ist mit dir hier? Kann ich mit dir irgendwas machen? Nee. Ich kann mich aber nicht... Ich kann nicht springen und ich kann nicht ducken. Okay, gehen wir erstmal woanders hin. Da können wir nichts mit machen. Kerzen, hier ist noch eine Tür. Ist schon wieder so ein Ding? Tun die mir eigentlich irgendwas, wenn ich da durchlaufe? Anscheinend nicht. Das ist wieder so eine Kerze. Oh, Alter. Ist das ein 3D-Drucker? Yeah, I'm afraid this is not going to stop. Anyway, you pick up the lens of death and install it on your flashlight. Use your mouse wheel to see the unseeable and unsee the seer. What? I'm so proud to be a part of this. Ja, aber wenn ich es doch nicht nehmen kann, wie soll ich es dann benutzen? Oh. Achso, ich habe es automatisch drin. Okay. Um etwas zu sehen, was ich sonst nicht sehen kann. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ah! Ah, cool. Yeah, I don't know. Something is missing. Can we quickly add a zombie to the big hall and make sure it looks scary? Was? Nein, brauchen wir nicht. Die haben mal eben Zombie eingefügt. Also hat er zumindest gesagt. Ich will den Zombie nie sehen.
Alter! Das ist immer noch kein Zombie. Was war das gerade? Hallo? Ah! Okay. Immer diese Lautsprecher hier, ne? Das ist das Live-Orchester. Please ignore this open door. It's not part of the game. Hä? Ja, welche offene Tür? Ah, da ist was zum Hochklettern? This zombie is terrible. What were you thinking? This is not scary at all. Sorry, but this is the best we could... Okay, also die haben wohl eine kurze Notiz gehabt, dass wohl irgendwie ein gruseliger Zombie eingefügt werden soll, der so ein bisschen an alte ägyptische Hieroglyphen erinnert. Okay, das Buch können wir nichts machen, ne? Da können wir auch nichts machen. Da ist auch nicht mehr. Außer, dass man das da nicht mehr sieht. Drei will kill you, einer will unlock the secret door. Ich werde jetzt bestimmt getötet, oder? Ich wusste, dass das die falsche ist. Ich wusste. Okay, nehmen wir eine andere. Ich hoffe, ich bin ja noch nicht tot. Alter. Huch. Ach, ihr habt mich verarscht. Oder was? Alter. Da ist ein Hebel. Ich bin total fasziniert hier von diesen Hin- und Her-Spielchen. Nun? Ach so. Okay. Hier sind noch überall Kerzen. Hallo? Sollte auf jeden Fall sich nichts bewegen. Ich bin mir nicht sicher. Alter! Why is nothing happening? There were no attack animations. How did you forget the attack animations? The guy who supposed to be not paying attention. You know what? Just stop typing. Stop typing and get rid of the zombie. Dear Lord, we suck. Oh, der Arme. Och, der Arme. Da hat man schon fast Mitleid mit hier. Okay. Da können wir nicht hin. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht nochmal raus. Let's see how you handle the hallway of trials. Was? Something is wrong with your voice. Okay, irgendwas Böses ist doch jetzt da drin, oder? Oh ja. Oh. Oh. Machen die mich auch kaputt? Oh. Nein, aber wenn ich das nicht richtig mache, dann macht es mich kaputt. Ich dachte, ich wäre noch eins weiter. Okay, ich wollte nur mal testen, wie das ist, wenn... ja. Also wir müssen hier auf das hier drauf. So. Nein! Hallo, ich habe mich doch gar nicht bewegt. Jetzt wollt ihr mich aber veräppeln.
Ich wollte nur mal eben gucken, ob ich jetzt da richtig stehe. So, Moment, das zweite geht weg. Und dann geht das danach weg. Also das dritte bleibt. Das dritte und das fünfte bleibt. Eins, zwei, drei. Oh fuck, jetzt weiß ich nicht. Das bleibt, oder? Oh mein Gott. Okay, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal einfach den Würfel mitgenommen, so ein bisschen Minecraft-mäßig. Und nun? Habe ich das Rätsel jetzt gelöst? Ich musste nicht den Würfel essen, oder? Hallo? Ist hier wieder so eine Geheimtür? Nee. Theodore is building a bridge between our world and hell. Alter! After you defeat him, you have destroyed this bridge. But most of all, why do I sound like that? And how do I disable this bullshit? It's a prank, boss. Funny. Please switch it off. Thank you. I hate you. Okay, so kann man auch einen Prank mit dem Boss machen. Die Frage ist jetzt nur, ach so, das ist jetzt quasi aktiviert und dann kann ich durch die Tür, oder? Muss ich die ganze Scheiße nochmal von vorne machen? Echt jetzt? Ist hier kein Geheimgang raus oder so? Ach komm, ich habe da keine Lust drauf. Also, das dritte. Zu dem hier. Oh mein Gott. Okay. Oh Gott. Okay, wo war jetzt die Tür? Ich weiß schon gar nicht mehr. Hier? Ja, ne? Hier war der Zombie. Alter. Warum sieht das aus, als ob ich in so einen Schlund reingehe? Geht's auch nochmal weiter? Muss ja immer mal gucken, nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Book of the Dead. Aber the Dead, nicht der Tod. Hier ist schon wieder ein Zombie irgendwo. Moment. Ach, da kann ich durch. Ah, okay. Die Frage ist, möchte ich da durch? Hier ist der Putzraum. Okay. Ne, das ist nur die Farbe hier, ne? Okay. Alter! No, 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 no. You know what? I am done with this CG bullshit. We obviously cannot handle it. From now on, it is back to good old people wearing costumes. Claudio, you are up next. Why don't you put on a little makeup and that zombie costume over yonder, and then go to level 3 and wait for the player to murder you. Jesus Christ, guys, we need to get our act together. This is falling apart. Also ich soll Claudia jetzt umbringen als Zombie, ja? Kommt die jetzt direkt da durch? Oh mein Gott, ich will Claudia aber nicht umbringen. Pyrus containi the spell to... Survive oder was? Nee, to arrive, it's pos from he who. Hä? Was? Wer hat denn das geschrieben? War der irgendwie leicht angesäuselt oder so? Okay. Okay. Muss ich hier noch sauber machen, bevor ich gehe, oder... Kommt Claudia mir jetzt entgegen, wenn ich zurückgehe? Wie war das jetzt? Moment, dahin. Achso, das war die Tür, genau.
Oh mein Gott. Muss ich noch irgendwas machen? Da? Achso, da kam ich durch. Ah, okay. Da muss ich hier rum. Ist nicht zum Anklicken. Ah, hier. Ja. Keine gruselige Stimme diesmal. Na gut. Dann schauen wir mal, wo Claudia ist. Da ist nichts. Das sind Fallen, oder? Ach du Scheiß, das ist nicht euer Ernst. Das muss ich nicht machen. Ich gehe erstmal hier rum. Erstmal gucken, was man hier sonst noch machen kann. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Hier geht's aber nicht weiter. Hier kommen die gruseligen Geräusche her. Da ist ein Staubsaugerroboter! Das ist euer Ernst. Achso, das muss man gar nicht. Ich kann hier einfach durchgehen. Okay. Hier ist auch Sackgasse. Muss ich hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Zeigt ihr mir den Weg? Der Staubsaugerroboter? Oh, ich habe ihn kaputt gemacht. Scheiße. Hallo. Alter, wer hat jetzt hier eine Kohle aufgemacht? Was? Wie? Entschuldigung. Ich habe nichts verstanden. Können wir noch nichts... Da geht links noch ein Raum rein. Ist wieder der Putzraum. Na. Ich will das ja in besseren Farben sehen hier. Oh Gott. Wow, I really dig the atmosphere in this part. Congratulations, guys. Let's keep it this way. Shall we order a pizza later? Boss, ihr missgesonnen. War das Claudia? Claudia, bist du das? Hm. Claudia können wir gerade nicht holen. Loren ipsum dolor sit amet. Jetzt habe ich irgendein Satansritual durchgeführt, oder? Satansritual. Ist natürlich auch sehr geil gesagt. Wo bin ich denn hier? Moment, jetzt haben wir hier einen großen Raum. Gott, ist das weitläufig jetzt geworden. Muss ich hier hin oder ist das jetzt das Ende vom Spiel? Ist das das Orchester? Ist das ein Bereich, wo ich gar nicht hin sollte? And there it was. The mighty sword of the... What the hell is that? Ein Stock. Es sollte mal ursprünglich ein Schwert sein. What? Ein Platzhalter, achso. Placeholder art? Why would we ship a game with placeholder art in it? Okay, and the real sword is... It's stock. Of course it is stock. dear player, we are facing some technical difficulties and stupidity. We are unfortunately unable to replace the twig with a sword, and therefore the twig will have to make do. And there it was, the mighty twig of doom. Twig of death. Doom. Dummies here. Your next task is to murder Claudio, which might actually take a while because, well, you are armed with a twig, but we'll see how it goes. Also, wir müssen Claudia jetzt mit diesen
Achso, müssen wir nur linke Maustaste drücken. Okay. Mit diesen. Ach, damit kann ich die anders einstellen, okay. Also rechte Maustaste. Wir müssen Claudia versuchen, mit diesen. mit diesen Ast zu erledigen, der leider nur ein Platzhalter ist für ein wahrlich prächtiges Schwert. Wie kommen wir nicht durch? Okay. Moment, wo sind wir überhaupt hergekommen? Wir konnten doch auch noch runterlaufen, ne? Das war. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Moment, da muss ich gleich hingehen. Wo bin ich hier? Da kann man noch mal runter. Oh Gott. Ich denke mal, dass wir aber immer weiter runter müssen, oder? Oh my God, what the hell happened here? Sorry. Could please somebody call an ambulance? And dear player, may I ask you to please check her pulse to find out whether she is still alive? Thank you. ja, wir kontrollieren mal den Puls. I'm sorry. The good news is we don't need an ambulance. The bad news is she's dead. War das Claudia? Stop it. Our plan was that Claudia gives you a key after you murder her. And now that I think about it, that would not have worked at all. Anyway, so we have decided that the door was not locked. Please move ahead. Also es ist wohl Claudia. Ursprünglich war geplant, dass Claudia uns einen Schlüssel gibt, nachdem wir sie getötet haben. Das sollte aber jetzt nicht mehr funktionieren, weil Claudia ist jetzt schon tot und sie hat auch keinen Schlüssel dabei. Deswegen haben die sich gerade dazu entschlossen, die Tür freiwillig zu öffnen. Was ich aber jetzt nicht weiß, was ist, wenn ich jetzt da runtergehe? Moment mal. Das war die Tür, die geschlossen war, oder? Kann auch nichts machen. Auch nichts. Oh, was ist das? So, yeah, this is Tilly, our intern. He was actually supposed to give you a good scare, but I'm afraid he might be unconscious by now, because he has been hanging there for quite a while. Please, grab him by the shoulders and softly bang him against the wall. Maybe you can wake him up. Also, das ist wohl ein anderer Mitarbeiter, der mich erschrecken sollte, aber wohl schon eine Weile hier hängt. Wir sollen ihn mal vorsichtig an den Schultern hin und her bewegen. No reaction. Please try again. Hallo? Ich ahne Schlimmes. One more time, please. Das ist mein Fuß. I saw that. Why does she have legs anyway? I thought she was just a floating camera. Tilly, yeah, you sound great, buddy. Don't worry, we will get you out of there. Here's what is going to happen. We will cut the rope. You will start to fall. While falling, you will have to grab the ledge in front of you and then pull yourself up. Okay? 3, 2, 1, and cut. Good one, boss. Oh, shut up. Dear player, while we mourn Tilly's passing, you will have to find wood to build a bridge across the gap in front of you. Ist das euer Ernst? Okay. Ich soll jetzt hier Holz finden, ja? Damit ich das hier hinschleppen kann, oder wie? Oh Gott. Da geht's rein. Die Frage ist, war ich hier schon mal drin? Das ist mittlerweile ist es so ein Labyrinth hier. Ist hier noch was? Außer ein Zombie hinter der Wand oder sowas ähnliches zumindest. Ach so, das ist das Holz. Ach, ich bin auch so doof. Gerade sagen, ich kriege jetzt hier aber keinen Jumpscare ab, oder? Wie kam ich jetzt hier da? Oh, aber nicht, wenn ich es wieder drehe. War das hier? Oder war das die andere? Ja, war hier. Oh, ich dachte gerade schon.
tun. Okay. Ach, das ist ein Putzwagen. Ja, ich hab's gewusst. Aber wir können hinten auch noch mal rein. Was ist da? Können wir da auch rum? Brauchen wir denn vorher noch irgendetwas, um da reinzukommen? Oder ist das hier dann fürs Ende nachher? Ich weiß es nicht. Alter. Oh. Leute? Oh, guys, this is unbelievable. Where are the spiders? Why are they not there? They are in that box over what? There. In that... Why would you bring them here? No, no, don't open that box. Are you... What the hell is that? Ow! Ow! They're attacking! Ow! Oh, oh my god! Ow! Ow! Kill them! Kill them! Ow! Get this fire! Ow! Oh my god, it's hard! Oh, was haben die da liegen? Jesus Christ, we got rid of them. Okay, but I got bitten several times. So, I think that now I'm just walking around and come back and go and get me because next is are you kidding me right now? My boss is an idiot. Also er hat wohl das Gift abbekommen von den Spinnen, so wie sich das anhörte. Aber die Frage ist jetzt... Achso, das ist neu, oder? Was soll ich denn hier machen? Ach, jetzt sind... Ach du Scheiße, beide Türen sind zu. Hä, ich weiß aber nicht, was ich jetzt machen soll. Hallo? Sind die jetzt verbuggt oder was? Ah, so. Moment. Da müssen wir hier... das rein... Oh, habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Das reinmachen und da... Ja, das wird... Ach so, das war schon das Ganze. Wie bin ich denn jetzt? Ich bin so reingekommen, oder? Da ist auch keine... Oh, doch. Ach nee, das war der... Ich bin wieder zum Ausgang raus. Okay, verstehe. Da muss ich so rum weiter. Ich habe ja noch mal einen Stock. So. Entschuldigung. Ich wollte es nicht kaputt machen. Oh, was jetzt? Ach ja, stimmt. Nächstes Level. Okay. Gruselige Geräusche. Irgendwas zwischendurch offen? Nee. Ist da eine Katze? Moment, ich guck erstmal kurz hier. Hallo? Kitty? Da der sich nicht bewegt, würde ich sagen, ist was Böses, oder? Hallo, Kätzchen. Keine Katze, keine Katze. Du Scheiße, was zur Hölle? Alter! Was soll ich denn hier machen? Der geht doch direkt auf mich los. Kann ich da irgendwie dran vorbei? Weil ich kann nicht schleichen, ne? Soll ich da irgendwas an der Seite vielleicht finden oder so? Oder darf ich da nicht schnell hingehen? Boah, ist das euer Ernst? Was soll das? Nein, ne? Wie geil ist das denn? Okay, Moment. Hello there. Ah!
just murdered Sabrina. What did she ever do to you? Well, besides the kicking and stuff. And also, why does she have a gun all of a sudden? Can someone please remove the gun? Nein, ich will die weiterbehalten. Oh, nee, die waren vorher auch da. Und jetzt? Hat sich aber nichts verändert im Raum, ne? Was soll ich machen? Achso, ich kann die jetzt aber nicht weiter drehen. Mit dem auch nicht. Okay. War irgendwo hier, genau, die Tür. Ah, okay. To unlock this door, you need to find the key. The key is made out of the finest glass and hidden in a chest. I can see so many ways this could go wrong, but let's hope for the best. Okay, also der Schlüssel ist aus dem zerbrechlichsten Glas und ist in einer Kiste. Ach, hier geht's weiter. Okay. Habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Jetzt kommen wir hier noch hoch. Oh, da geht's auch noch hoch. Würde ich sagen, gehen wir erstmal hoch, oder? Ich habe keine Ahnung. Hier waren wir aber doch schon mal, oder? Nee. Alter! Hallo! Well, now it's fucked. Ja, und nun? That's a bit unfortunate, to say the least. We went ahead and installed a new door, which is not locked. Please move ahead. Okay, also ich kann jetzt einfach wieder zurückgehen, weil die jetzt eine Tür installieren, die nicht verschlossen ist. Na gut, machen wir mal. Naja, hat er ja gesagt, ne? Was kann schon schief gehen dabei? Moment, hier noch durch. Und hier war die Tür. Ach so, die haben die daneben installiert, okay. Hab ich da gerade was gesehen? Nee. Okay, hier kann man nichts machen. Das ist voll irritierend hier mit diesen Dingern. Da ist der Putzroboter wieder. Hallöchen. Kann man da rein? Zeigt er zumindest nicht an. Feasting on the breed of the insane. Der ist auch out of order hier. Warum liegen eigentlich überall diese Steine rum? Hier ist nichts. Das ist nicht das Wandern ist des Müllers Lust, oder? Muss ich ja irgendwas machen? Wahrscheinlich muss ich hier das Konzert abwarten, oder? What is happening right now? Every time I leave the office, even for just one second, something like this happens. Okay, whose idea was this? You? I'm sorry, but you're fired. Get out, please. Jetzt hat er ihn gerade gefeuert. It's just me now. What about me? Was ist mit mir? All right, subtitle guy. I'm so sorry. I completely forgot about you. You guys always forget about subtitle guys. Come on, I said I'm sorry. Fütli Bürger. Dear Lord. Was? Aber keine neue Claudia jetzt, ne? By the way, we had to delay the fight scene that should have taken place in this area.
Due to a lack of weapons. Okay. Okay. Alter. Das war ein Angriff auf meine Persönlichkeit. Wieso stehen hier eigentlich überall Öfen und irgendwelche Putzgeräte? Wahrscheinlich so Copy- und Paste-mäßig. Sie hatten nichts anderes mehr da. Links geht's runter mit gruseligen Geräuschen. Da geht's in den Tod. Gehen wir doch erstmal links runter. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Kann man den nicht. Schade. Kann man einfach durchlaufen? Ach, da kann man einfach durchlaufen. Okay. Gibt es da einen Trick bei? Ach, jetzt habe ich die alle ausgemacht. Kann das sein? Ah, Alter. Es ist so... Ja, ich kenne das. Wenn man so einen speziellen Stein, sage ich mal, überquert oder in dem Fall hier den Zombie, dann kommt immer dieses Geräusch. Es kommt doch trotzdem nichts. Ach doch, Moment. Alter! Ja, und nu? Ich bin aber tot, wenn ich jetzt weitergehe. Kann ich mich nicht umschalten? Also die ersten vier sind drin. Oh, das geht mir so auf den Senkel hier. Nein, ich wollte nicht schlagen. Mache ich wahrscheinlich genau die falschen hier raus. Nein. Das sind trotzdem nur die ersten vier. Was soll ich denn machen? Soll ich mich einmal umbringen lassen? Keine Ahnung. Oder ist es wirklich ein Rätsel, was ich lösen muss? Ja, anscheinend ist es wirklich ein Rätsel. Also ich habe die letzten vier... Ja, ist ja gut. Ich habe die letzten vier. Die gehen jetzt nicht mehr aus, oder was? Die ersten vier sind an. Hä? Ach, ich kann immer nur vier. Ach so. Ich glaube, dann verstehe ich das. Theoretischerweise... Ja. Ich kann immer nur vier gleichzeitig anmachen und ich muss dann eine Brücke bilden. Okay. War jetzt nicht schwer. Warum ist das hier so dunkel? Okay, das macht mir ein bisschen Angst. This is the place where you are supposed to find the Chalice of Doom. But as you can see, it is not there. However, unlike the sword, we do have a replacement. Just give us a second. Uh-oh. Ich glaube, die sind im Dunkeln mit einem Zeh dagegen gekommen oder so. Hallo? Klein Gameplayerin möchte aus der Schwärze abgeholt werden, bitte. Klein Gameplayerin. Eine Tasse. Es ist die Kaffeetasse des Sieges. After drinking from the Chalice of Fire or Doom or Death, it doesn't really matter, does it? You are now ready to face and defeat Theodore, the evil priest. Where did the cup go? Did she no, eat? No, she did not eat the cup. Well then, where did it go? Okay, so maybe she did eat the cup. Why does it matter? Eating cups is bad for your health, yeah, and your teeth, genau.
And do you think that right now would be a good time to discuss this issue? Ja. Okay, we are done here. Okay, also die unterhielten sich gerade, ob das eine gute Idee ist, ob ich diese Tasse gerade gegessen habe und dass das keine gute Idee ist, weil es halt schlecht für die Gesundheit und für die Zähne ist. Oh Gott. Wie ich jetzt den Endgegner, ja? Mit meinem tollen kleinen Stöckchen hier. Ich bin so am Arsch, ehrlich. Ich bin so am Arsch. This is where our story begins. In the basement of your apartment. You're okay. What? Wait a second. Next. Okay, falsches Stockwerk. Ha, and we are back on track. Nein, oben habe ich das schöner gefunden. Lass uns nur mal nach oben gehen. Oh Gott. Oh oh. Das ist irgendwie so wie der Endgang zum Endgegner. So fühlt sich das gerade an. What the hell was that next? Alter. Das ist aber der gleiche Gang, ne? Let me just put on the armor, pick up the sword and then I'll be ready for our final boss fight. Subtitle guy, I want you to stay here and monitor the situation. And while the fight is going on, please play some epic music on the wooden fish thingy, thank you. Make sure she doesn't poke you in the eye. Here he comes. Was, von wo? Ich komme ja doch nicht durch. There's what, where? Let me quickly add the... Was? Reload my boss. Okay. Whoa, what kind of Matrix bullshit is this? I'm having the biggest deja vu over here. Oh my god. Haha, now I'm ready. Come out and fight. I will tear you limb from limb. Oh my god. Ich hab so Schiss, ne? Okay. Das ist ein System hinter, oder? Oh, ich komm gar nicht ran. Eins, zwei. Wieso kann ich mich nicht... Hallo? Ab wann kann ich denn schlagen? Weil wenn ich zu weit wegstehe, treffe ich den nicht. Oh, okay, also hier trifft er mich auch schon. Ja, wie soll ich denn so schnell dahin und den schlagen? Vor allen Dingen, der trifft den ja anscheinend gar nicht richtig. Alter. Nach dem dritten muss ich das machen, oder? Aber ich treffe ihn nicht. Hey,
ich treffe mit diesen Dingen überhaupt nicht. Muss ich den Kopf vielleicht anvisieren? Also jetzt habe ich einen kleinen Klonk gehört, aber so richtig, Ach kommt, Leute. Das ist doch jetzt der Endboss, oder? Ich will jetzt nicht hier beim Endboss aufgeben müssen. Gibt's da irgendeinen Trick oder was? Muss ich auf das Ding treffen? Aber das ist auch Blödsinn. Ach, ich soll... Moment, soll ich dem nicht das Auge? Aber da kann ich gar nicht richtig drauf zielen. Ach, jetzt habe ich ihn mal getroffen. Er wird immer schneller, oder? Hat das irgendwas mit dem Schild zu tun? Nee. Wenn das Schild nach außen geht, dann braucht er was länger. Kann das sein? Boah, wie schnell ist der jetzt? Boah, muss ich das endlos machen oder was? Ich hab den bestimmt schon 5 oder 6 Mal getroffen. Nicht so schnell. Ach, kommt. Ey, wie soll man das schaffen? Das ist doch scheiße. Ganz ehrlich. Ich habe den 5 oder 6 Mal jetzt getroffen und der ist immer noch nicht kaputt. Gibt's da irgendeinen Trick bei? Schnell. Ah.
Es tut mir leid, dass ich gerade nicht rede, aber ich versuche mich hier voll zu konzentrieren. Was hat denn wieder nicht getroffen? Alter! Jetzt habe ich den mit einem Schlag erledigt, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Congratulations, my boss is dead. You are almost the end. Just imagine some epic music playing now. Oh God. Your new task... since your twig is stuck in my boss eyes. Der Stock ist immer noch im Auge. Irgendwas mit einem Altar. Es ist zu schnell. After you may exit through the door and... Oh. There's a red button für die End-Credits. Rewritten parts of them to... Oh. Darf man das mal zu Ende lesen vielleicht? The door in the basement won't open. I'm out of there once the altar is destroyed. Also irgendwas mit den Altar zerstören. Mehr habe ich jetzt nicht mitbekommen. Und einen roten Knopf, der einen quasi aus dem Spiel rausbringt. Da haben sie noch das D hinzugefügt. Meaningful text about Bridge of Doom. Make sure players understand she needs to destroy this tablet with her sword. Achso. Wir sollen das zerstören, okay? Und dann? Können wir aber nur durch die Tür durchgehen, oder? Sieht so komisch aus hier. Okay. Sieht so ein bisschen wie hinter den Kulissen jetzt aus. Oh! Achso, ich dachte gerade ein Klassenzimmer. Ein Pinguin! Läuft das... ich wollte gerade sagen, läuft das unter Linux? Subtitle Guy. Okay. Ach, das ist der rote Knopf, glaube ich, da hinten. Oompa Loompa. As he bakes, so he destroys. Sind das die Leute, die hier mitgemacht haben? The Boss. Ja gut, The Boss ist ja nicht mehr da, ne? Achso, ich habe keine Taschenlampe mehr. Schade. Da ist sogar extra noch ein blutiger Abdruck, okay? Die Türen werden sich nicht öffnen. Das hat er, glaube ich, gesagt. Aber ich werde es trotzdem mal versuchen. Achso, ist ja kein Steam. Ja, stimmt. Ich kriege ja gar keine Errungenschaften für solche Versuche. Oh, cool. Kann man leider nicht benutzen, aber es ist auch Oompa Loompa. Oh. Hier sind auch noch ein paar Pfeile reingekommen. Alles ist Oompa Loompa, außer The Boss. Okay. Ja, cool. Ist das jetzt wirklich das Ende? Selbstzerstörungsmechanismus. Thank you for playing our game. We hope that all of your colleges dying during the game did not stop you. We are sorry. Oh, das ist zu schnell. This game was inspired by the play The Show Must Go Wrong. Okay. Thank to Johnny Fear for helping with the creation of 3D assets.
Level 4 Melodie. Das Wandern ist des Müllers, das sage ich doch. Bei Wilhelm Müller. Okay, Franz Schubert. Fireworks. Ja, stimmt, wir haben am Ende eins gehabt. Chris Supervisor. Seed Warmer Supervisor. Okay, hat er für mich den Platz warm gehalten. This Disaster Was Import to You by Free 08 Games. Ah, das sind zwei. Einer aus, nee, beide aus der Schweiz, so wie das aussieht. Congratulations, you won. Please leave. Hoi Ma. Was? Oh, cool. Ist das diese Anfangs... Ja klar, diese Anfangstür, wo wir nur hier rein konnten. Wir können jetzt auch nirgendwo mehr rein, nehme ich mal an. Aber, schlau wie ich bin, oh, was ist jetzt los? Hilfe! Versuche ich es trotzdem und werde direkt abbestraft. Mein Gott. Oh. Ich gehe mal davon aus, dass das gewollt ist. Please leave now. Ja, ich bin ganz ehrlich, es war ein hammer geiles Spiel. Ich finde es wahnsinnig schade, dass das nicht irgendwo auf Steam drin ist. Ganz ehrlich, ich hätte es auch gekauft. Also das Spiel ist kostenlos. Ich werde auf jeden Fall eine Verlinkung unten in die Beschreibung reinsetzen. Die Seite habe ich neu entdeckt, beziehungsweise mir wurde das Spiel halt empfohlen und der Link dann zu der Seite gegeben. Ich werde mich da aber auf jeden Fall mal umschauen, weil ich hoffe, ja, dass man da vielleicht noch mehr solcher Schätze findet. Ich fand es wahnsinnig geil, auch wenn gerade meine Augen ein bisschen gestört werden durch das Hintergrundbild. Deswegen werde ich mich jetzt auch nicht so lange von euch verabschieden. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Ich konnte zwar kotzen beim Endgegner, bin ich ganz ehrlich. Ich werde es aber genauso, wie es ist, ungeschnitten reinstellen, weil ihr sollt meinen Frust spüren. Weil das waren jetzt bestimmt, keine Ahnung, 5, 6 Versuche mindestens, bis ich gestorben bin. Also bis ich dann es geschafft habe, meine ich. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Auf jeden Fall fand ich es ein bisschen komisch, dass ich den dann einmal so 6, 7 Mal oder sowas getroffen habe und dann einmal quasi mit einem Mal schon, also mit einmal Treffen schon kaputt gemacht habe. Ich weiß nicht, ob man ihm jetzt tatsächlich nur im Auge treffen musste, ob das jetzt die Sache war. Ich werde mal gucken, ob ich mir das vielleicht nochmal in Slow Motion oder so angucken kann, ob ich tatsächlich das Auge getroffen habe, zufälligerweise. Oder ob es da irgendwie einfach nur den Trick gab, man muss den öfter treffen, egal wie oft man stirbt und egal wie viel dazwischen liegt und irgendwann ist er dann halt eben tot. Auch wenn es dann nur noch ein Schlag ist bei dem Versuch. Ja, schreibt mir gerne auch in die Kommentare, ob ihr das Spiel vorher schon kanntet. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel gefunden habt und lasst gerne einen Daumen nach oben da fürs Let's Play und natürlich auch fürs Spiel. Und wie gesagt, wenn ihr es selber spielen wollt, könnt ihr allerdings nur downloaden. Es gibt es leider nicht über Steam. Dann schaut mal in die Beschreibung rein. Da werde ich auf jeden Fall den Link reinsetzen, wo ihr das Spiel downloaden könnt. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.